Hallo, das ist der Kanal für euch. Du hast das Pyramidalist-Projekt gefunden. Das ist der Infokanal rund um Minecraft, Bucket, Tekkit, Feed the Beast, Mods, Plugins, Texture Packs, Server Packs, Serverkonfigurationen. Also was ich jetzt hier vortragen wollte, ist, es regnet. Naja gut, kann man auch mit Regen aufnehmen. Wir sind ja Freiluft hier wohnt. Also ein Zuschauer meines YouTube-Channels oder quasi ein Mitmacher beim Pyramidalist-Projekt meinte, es gäbe einen Bug, er hätte den gefunden und das finde ich eine gute Idee, sowas mitzuteilen. Da machen wir dann immer auch mal ein kleines Video zu, so wie dieses zum Beispiel. Und zwar meinte der unter FeedsBeast Light, diese neueste Version, die da jetzt irgendwie drauf ist, was ich 1.2.5 oder was, naja, wie auch immer, da ist ein Bug drin, und zwar wenn man mit einem Pfeil hier auf diese Obsidian-Pipe schießt, die kann man als Zielscheibe nehmen, vielleicht kann ich ja treffen, muss ich mal gucken, ob ich mir hier so ein, versuche ich mal von ganz nah, das müsste ja hinhauen, wenn ich da drauf ziele und da treffe, dann verschwindet natürlich der Pfeil in der Obsidian-Pipe, ist klar, aber zupp, was war das jetzt? Der Pfeil ist weg und ist in der Truhe hoffentlich gelandet, wenn sie mal aufmacht. Genau. Das heißt, ich habe jetzt zwei Pfeile. Jetzt tue ich den Pfeil mal einfach weg, cheatmäßig, und schieße nochmal auf die Pipe, damit das von der Seite aus sieht. Zupp, dann fließt der Pfeil quasi da rein. Und jetzt habe ich schon wieder einen Pfeil mehr. Na, auf die Art und Weise kann man, wenn man so richtig viel Zeit hat, ziemlich viel schießen. Dann lassen wir hier wieder den Bogen. Zupp, einmal. Auf die Art kann man eine relativ große Pfeilmenge sich zusammenbasteln, wenn man die braucht. Das ist natürlich eine Cheaterei, ist schon klar. Also man muss die Obsidian-Pipe natürlich auch treffen, sonst klappt es nicht. Aber auf die Art und Weise kann man relativ schnell hier, ich habe ein paar, 10 Stück habe ich jetzt schon. Aber das finde ich eine gute Sache. Jetzt habe ich den Zuschauer dann auch versprochen, das mache ich ja auch, dass das ins Wiki aufgenommen wird. Das hatte ich dann erst gedacht, aber ich mache da gleich so ein kleines Tutorial draus oder so ein kleines Let's Show oder was. Ich finde das ganz gut. Man muss natürlich zunächst mal so einen Infinity-Bogen haben. Das heißt, man muss dann erstmal ganz einfach hingehen und ganz viel XP's haben, um dann so einen Bogen auf Infinity zu enchanten. Und da habe ich also sagen wir mal 10 Versuche oder 9 gebraucht, dann ging das. Und ja gut, seitdem kann man das halt machen. Und der Zuschauer meinte, ich sollte ihn erwähnen. Das finde ich auch eine gute Sache, kann man machen. Nur ich würde gerne das irgendwie immer haben, dass man die Minecraft-Namen hat. Also jetzt, ich habe keine Lust, sagen wir, irgendwelche Leute zu promoten, die Minecraft selbst nicht kaufen. Das finde ich nicht in Ordnung gegenüber Minecraft. Und das ist ein tolles Spiel, das muss man einfach dann auch haben, und deswegen will ich den In-Game-Namen haben. Und eigentlich ist es so, dass ich das ganz gerne mal auch hätte, dass die Leute auf unseren Server kommen, ganz kurz. Mindestens ganz kurz, am liebsten länger, ist ja klar, aber damit ich halt überprüfen kann, ob dieser Minecraft-Name auch tatsächlich existiert. Ne? Und das wäre also ganz gut, wenn man das so hätte. In diesem Fall mache ich mal eine Ausnahme, weil mir das gerade so kommt. Aber eigentlich finde ich das eine gute Sache, dass die Leute, und das tue ich dann hier auch kund so quasi, ne, dass also, wenn jemand solche Sachen hat und mitmachen möchte, dann möchte ich auch den Minecraft-Ingame-Namen verifizieren, indem dass die Leute bei uns auf den Server kommen. Ja, ansonsten ist das nur Access aufgehört zu rechnen, das kann man sich auch mal hier umgucken. Das ist also jetzt hier eine Landschaft, die generiert wurde von FeedsBeast Light. Gut, sieht auch nur so aus wie Vanilla Minecraft. Ja, vielleicht gibt es da noch ein paar andere Sachen in sich, solche Dingenzieher, wie heißt hier, diese Bienenstöcke und so. Naja gut, kann man ja auch mal spielen. Wir sind allerdings hier auf Unleashed drauf und das ist ja sehr, sehr umfangreich. Funktioniert eigentlich ganz gut, müssen halt ein bisschen aufpassen mit der CPU-Auslastung und dem RAM. Naja, gut. Okay, also insofern ganz gut hier dieser Gedanke. Ich blende den Namen von dem Spieler hier auch unten ein. Ich muss aber erst haben und dann kann ich das durchaus machen. Insofern ein bisschen Geduld vielleicht. Schauen wir mal.
Okay, das war es erstmal. Ansonsten, dann wie immer, natürlich abonniert den Kanal. Solche Sachen kommen häufiger und auch andere Sachen, ganz viele Tutorials und mach mit vor allen Dingen. Ne? Ich meine, das Ding ist eben für alle da und wenn es allen Spaß macht, ist es gut. Ne? Also, wie gesagt, dieser Bug gilt jetzt hier für Vizebeast Light. Und wenn jemand woanders noch weiß, wo dieser Bug funktioniert, kann er es unten in die Kommentare posten. Dann probieren wir das mal aus und werden das dann auch entsprechend onstellen. Ja, und wenn ihr andere Bugs habt, gerne mal einfach alle benennen. Ich weiß, es gibt ganz, ganz viele. Man muss halt sehen, ne? Also kann man mal so eine Sammlung ausmachen. Mache ich mal auch vielleicht eine eigene Bug-Playlist. Mal schauen. Okay, in dem Sinne, wie gesagt, besucht das Wiki, abonniert den Kanal und spielt schön. Bis dann, ciao.